This message, The Roman Nobleman, by Brother William Marion Branham, was delivered on Tuesday, June 21, 1955, in Zurich, Switzerland. This sermon was translated into German when Brother Branham originally recorded this message in 1955. Diese Botschaft, Der römische Edelmann, von Bruder William Marion Branham, wurde am Dienstag, dem 21. Juni 1955 in Zürich in der Schweiz gepredigt. Die Predigt wurde während der Originalaufnahme 1955 ins Deutsche übersetzt. I am very happy to be here this afternoon. Ich bin sehr glücklich, heute Abend in Ihrer Mitte zu sein. To speak to you in the name of the Lord Jesus. Zu Ihnen im Namen des Herrn Jesus zu sprechen. And we trust that our Lord will be with us. Und wir vertrauen, dass unser Herr mit uns sein wird. Before we approach Him now, let us pray. Bevor wir nun zu ihm kommen, lasst uns doch beten. Our Heavenly Father, Himmlischer Vater, we come to Thee in the name of Thy beloved Son, the Lord Jesus. Im Namen Deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, kommen wir zu Dir. We express our love to Thee. Und bringen Dir unsere Herzen voll Liebe. And we appreciate Thee. Oh, wir lieben Dich. And we trust that You will meet with us tonight. Und wir vertrauen Dir, dass uns begegnest heute. And will save all that are not und dass du die Ungeretteten retten willst. And will heal those that are sick and needy. Und die Kranken und Mühseligen heilst. And when we leave this building tonight, dass wenn wir dieses Gebäude verlassen heute Abend, may we be able to say like those who came from Emmaus, wir sagen können wie die Emmaus-Jünger, did not our hearts burn within us because of His presence? Brannte nicht unser Herz in uns, weil bei uns war. Do something a little different for us tonight, Father. Oh, Vater, tue etwas Besonderes heute Abend. Make it a little unusual. Mach, dass etwas Außergewöhnliches geschieht. That people might know. Dass die Menschen erkennen. That God's Son raised from the dead. Dass Gottes Sohn vom Tode auferstanden ist. And is a living among us tonight. Dass lebendig ist unter uns. For we ask it in His lovely name. Wir beten es im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 1 bis 10. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, nachdem sie von Jerusalem gekommen waren. Und auch die einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt, mit ungewaschenen Händen Speisen zu sich nehmen sahen. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich nicht, ohne sich die Hände mit der Faust gewaschen zu haben, indem sie die Überlieferung der Alten festhalten. Und wenn sie vom Markte kommen, essen sie nicht, ohne sich die Hände abgespült zu haben. Und es gibt noch vieles andere, was sie zu Hause übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und ehernen Geschirre. Da fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern nehmen mit unreinen Händen Speise zu sich? Er aber sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist weit weg von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie Lehren vortragen, welche Gebote von Menschen sind. Ihr belasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, prächtig verwerft sie das Gebot Gottes, um eure Überlieferung zu befolgen. Denn Mose hat gesagt,
ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. May the Lord add his blessings to the reading of his word. Der Herr möge seinem Wort seinen Segen geben. I'm just sorry to be a little late tonight. Es tut mir leid, dass ich ein wenig verspätet gekommen bin heute Abend. But it's been a rough today, rainy and bad. Aber es war ein sehr rauer Tag heute. And we're saying that tomorrow the people who desire to be prayed for. Und wir sagen ihnen, dass die Leute, die wünschen, dass man mit ihnen betet morgen. Come to the arena early. Dass sie früher hierher kommen können. And occupy these front seats. Und hier in den vordersten Stühlen Platz nehmen können. They're reserved for you. Sie sind für die Kranken reserviert. Anytime after 6 o'clock. Nach 6 Uhr können sie kommen. So that before the crowd gets the gathering in. Bevor die anderen Menschen kommen. I don't think they could give out cards tonight. Ich denke kaum, dass wir heute Abend Karten verteilen können. But tomorrow night we'll be praying for the sick, the Lord willing. Aber morgen werden wir mit den Kranken beten, wenn der Herr es gestattet. So remember to come early. So denke daran, komme früh genug. That is the ones who are expecting to receive prayer cards. Das bedeutet, dass diejenigen um 6 Uhr hier sind, die Gebetskarten empfangen wollen. Anytime after 6 o'clock until 7. Von 6 bis 7. Be in the arena. Können Sie hier sein auf diesen Stühlen? And be seated. Aber bitte nehmen Sie Platz auf den Stühlen. Now tonight we're going to speak on a great event. Aber heute will ich nun über ein großes Ereignis sprechen. And that is about this nobleman. Das ist dieses Erlebnis jenes Edelmannes. He was a Gentile. Er war ein Heide. And he did not know much about the Jewish religion. Er wusste nicht viel über die jüdische Religion. But he had heard about Jesus. Aber er hatte von Jesus gehört. And his servant was very sick. Und sein Diener war sehr krank. And whether he was a Jew or a Gentile, he had faith in Christ. Und auf alle Fälle hatte er Glaube an Jesus Christus. And he sent for Jesus. Und er hat nach Jesus gefragt. I want you to notice his attitude. Bitte seht diese Herzenstellung an. He didn't approach feeling that he had it coming to him. Er ist nicht zu Jesus gekommen, dass Jesus ihn besuchen müsste. He approached, said he was unworthy. Er sagte, ich bin unwürdig, dass du zu mir kommst. I want you to take that attitude also. Ich möchte, dass auch ihr diese Herzenstellung habt. That you cannot come with a predominating attitude and get anything from God. Dass sie nicht so mit einer herausfordernden Stellung zu Gott kommen können und dann einfach von ihm etwas erwarten wollen. You must come reverent. Wir müssen ehrfürchtig zu ihm kommen. Humble. Demütig. And then God will deal with you. Und dann wird Gott dir begegnen. And then you will get what you asked for. Und dann wirst du auch empfangen, was du gebeten hast. And that's the attitude of this Roman pagan. Das war die Herzenstellung dieses römischen Edelmannes. Look at his approach to the Lord Jesus. Schau doch, wie er dem Herrn Jesus begegnete. He said, I am not worthy. Er sagte, ich bin unwürdig. For you to come under my roof. Dass du unter mein Dach kommst. So I felt myself I wasn't worthy to come to you. Und auch ich selbst habe ich mich nicht würdig gefühlt, zu euch zu kommen. So just speak the word. Ich sagte, sprich das Wort. He said, I am a man under authority. Ich bin nämlich auch ein Mann, der gehorchen muss. And said, I say to this man, go. Und der Diener unter sich hat, wenn ich sage, zu diesem geh. And to this man, come. Und zu mir anderen komm. And they go and come. Dann gehen sie und kommen sie, wie ich befehle. Said, you just speak the word. Sage du nur ein Wort. And my servant will live. Und dann wird mein Diener gerettet sein. I want you to notice that. Bitte schau diese Herzenstellung an. That Roman being under authority. Dieser Römer, der die Befehlsgewalt kannte. That knew that whatever was under him had to obey him. Er wusste, dass alle seine Untergebenen ihm zu gehorchen hatten. On his testimony, he witnessed. Und in seinem Zeugnis sagte er, that Jesus Christ was over all sickness. Dass Jesus Christus der Herr aller Krankheiten war. He could make sickness obey him.
Die Krankheit muss ihm gehorchen. Just the same as he could make his soldiers obey him. Genauso wie die Soldaten dem Hauptmann gehorchen müssen. If one of the soldiers failed to obey him, wenn ein Soldat dem Hauptmann nicht gehorcht, it was a death penalty. Dann wurde er mit dem Tode bestraft. And he recognized that same authority in Jesus over evil spirits and sickness. Und er anerkannte diese selbe Stellung Jesu Christi der Krankheit gegenüber. That's why he said, just speak the word. Darum sagte er zu Jesus, sprich nur ein Wort. Did you notice when he was going to pray for Jairus' daughter to be raised? Habt ihr auch gelesen, als er beten sollte für die Tochter des Jairus? Jairus was a Jew. Jairus war ein Jude. And he had been trained to lay hands on people. Er ist gelehrt worden, dass man die Hände auf die Leute legen müsste. Jairus said, come lay your hands on my daughter and she'll live. Und Jairus sagte, komm und lege deine Hände auf meine Tochter, damit sie gerettet wird. He had been taught that, laying on hands. Er ist eben als Jude gelehrt worden, dass man Hände auflegen müsste. But to the Gentile, aber die Heiden, he had been taught, haben gelehrt, power and authority, dass es Kraft gibt unter Befehlsgewalt. It's according to what you believe. Es kommt darauf an, was du wirklich glaubst. Both of their faith was in Christ. Beide glaubten an Jesus Christus. One said, speak the word. Der eine sagte, sprich ein Wort. And it'll be done. Dann wird es geschehen. The other said, lay your hands on. Der andere sagte, lege deine Hände auf, so wird es geschehen. See, it's according to what you believe. Es kommt darauf an, was du glaubst. Well, now that is the way it is here tonight. Und genauso soll es auch heute Abend geschehen. Many people have got the idea when people pray for the sick. Viele von ihnen haben diese Idee, dass wenn man mit den Kranken betet, that there is something in the person that's praying for the sick that heals the sick. Dass eine Kraft ist in dieser Person, die betet mit den Kranken, die sie heilt. That is an error. Aber das ist ein Irrtum. It's in Christ heals the sick. Die Kraft ist in Christus, der die Kranken heilt. His death at Calvary. Sein Tod auf Golgatha. He paid the price. Er zahlte den Preis. For all the sins and all the sicknesses of the world. Für alle Sünden und Krankheiten der Welt. And whosoever will believe upon that atonement he made, und wer immer an diese Versöhnung glauben will, die er machte, can have whatever they ask for, kann haben, wonach es ihn verlangt. The trouble lays in the people. Aber das Unglück liegt, die Not liegt bei den Leuten selbst. It's a lack of faith. Ein Mangel am Glauben. In the days of his flesh here on earth, in den Tagen, als Jesus Christus im Fleisch war, while people said he can heal the sick, sagten die Leute, er kann die Kranken heilen. But when he forgave a man his sins, aber wenn er einem Mann die Sünde vergab, they said that cannot be done. Sagten sie, das kann nicht geschehen. The devil has transferred that. Der Teufel hat das eben gerade verkehrt getan. They say he can forgive the sins. Sie sagten, er kann Sünde vergeben. But he can't heal the sick. Aber er kann nicht Krankheiten heilen. Just vice versa. Gerade das Umgekehrte davon. But Jesus Christ, aber Jesus Christus, died, starb, under God's command, auf Befehl Gottes. He was wounded for our transgressions. Er wurde verwundet für unsere Übertretungen. With his stripes we were healed. In seinen Wunden sind wir geheilt. And it's a personal property. Und es ist ein persönliches Besitztum of every believer. Jedes Gläubigen. To believe this. Glauben Sie das? Now, I did not come to you to deceive you. Ich bin nicht gekommen, Sie zu verführen. I come here because of the Bible. Ich komme hier wegen der Bibel. I come to preach it to you. Ich komme, die Bibel zu predigen. And God is here, Gott ist hier, to make sure that you understand it by performing the signs that the Bible said he would. Damit Sie diese Bibel eben besser verstehen können, bestätigt Sie, genauso wie die Bibel es sagt, durch Zeichen und Wunder. I believe that he is just as much healer today as he was then. Und ich glaube, dass heute genauso heilt, eben wie damals. The Bible said that he is the same yesterday, today and forever. Die Bibel sagt, ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. If he was able to heal in that day, wenn damals heilen konnte, he is able to heal today, dann kann auch heute heilen. And if there is a tomorrow, he'll be healing tomorrow. Und wenn es einen Morgen gibt, kann auch morgen heilen.
Is he saved from sin yesterday? Wenn gestern von Sünden retten konnte. He will save from sin today. Kann auch heute von Sünden retten. And save from sin tomorrow. Und auch morgen von Sünden retten. But all this was appropriated. Aber all dies wurde erworben. At Calvary. Auf Golgatha. There's where the whole problem was settled. Dort wurde das ganze Problem gelöst. Now. Nun. If Jesus has risen from the dead. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist. As we're taught in the Bible. Wie uns in der Bibel gesagt wird. Now the Bible is either right or it is not right. Die Bibel ist entweder richtig oder unrichtig. The Bible says that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Die Bibel aber sagt, Jesus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Now, if that is right, wenn das aber wahr ist, then he's the same in principle, dann ist grundsätzlich derselbe. Same in power, derselbe in Kraft. Same to save, und derselbe der rettet. Same to heal, derselbe der heilt. He will do today, will heute tun, the same that he did yesterday, genau dasselbe, das gestern tat. And all of his power, und all diese Kraft, all of his works, all diese Werke, for he is not dead, wird tun, denn ist nicht tot. He has risen from the dead. Ist vom Tode auferstanden. And before he died, und bevor starb, here's the statement he made. Machte diese Behauptung. Go ye into all the world, geht in alle Welt, and preach the gospel to every creature, und predigt das Evangelium jeder Kreatur. He that believeth and is baptized shall be saved, wer glaubt und getauft wird, der soll gerettet werden. And he that believeth not shall be damned, und wer nicht glaubt, der soll verurteilt werden. That's usually as far as the minister goes. So weit geht normalerweise die Wiener Gottesdienst. I am quoting from Mark 16. Ich erwähne diesen Bibelabschnitt aus Markus 16. But here's what Jesus said. Aber Jesus sagte noch dies. These signs shall follow them that believe. Diese Zeichen sollen den gläubig gewordenen folgen. In my name they shall cast out evil spirits. In meinem Namen sollen sie die bösen Geister austreiben. And other great signs he gives. Und andere großen Zeichen gab ihnen an. Laying hands on the sick and they would get well. Die Hände auf die Kranken legen, dann sollen sie gesund werden. The first two or three decades of the Bible, after the Bible was written, die zwei oder drei Dekaden, nachdem die Bibel geschrieben worden war, them signs followed believers. Da erlebte man es noch, dass Zeichen den gläubig gewordenen nachfolgten. Then after the second or third round of apostles, aber nachdem die ersten Nachfolger der Apostel gestorben waren, they begin to denominate the churches. Hat man angefangen, die Kirche in eine Denomination zu verwandeln. Break up the brotherhood. Und hat die Brüderschaft aufgebrochen. Like lodges. Wie Logen hat man da dazwischen gemacht. They begin to cut out one and another. Und man hat Verschiedenes aus dem Evangelium herausgebrochen. So they've cut all of it out mostly now. Heute fast alles herausgenommen worden. But I declare to you tonight, aber ich sage Ihnen heute Abend, that the Bible is just as sacred and true tonight as it was any time. Dass die Bibel genauso wahr und heilig ist heute Abend, wie sie immer war. I'm ready to trust my soul and life upon any phrase of it. Ich bin bereit, mein Herz und mein Leben auf Garantie hinzulegen für alles, was darin steht. I believe it. Ich glaube es. It's inspired. Es ist das inspirierte Wort Gottes. And when Jesus was here on earth, und als Jesus hier auf der Erde war, you understand that he didn't claim to be some great person, could do whatever he wished to do. Ihr wisst ja, behauptet nicht eine große Person zu sein, die alles tun konnte, was wollte. He said in St. Mark 5:19. Markus 5:19 sagte. Jesus said. Da sagt Jesus. I can do nothing in myself. Ich kann nichts aus mir selber tun. First the Father shows me. Zuerst zeigt mir der Vater. And what I see the Father doing. Und was ich den Vater tun sehe. That does the Son likewise. Das tut der Sohn gleicherweise. So it was a vision that God showed his Son what to do. So war es eine Vision, die Gott seinem Sohn zeigte, was er tun solle. Search the scriptures tomorrow. Untersuche morgen die Bibel. See if any prophet or at any time. Untersuche, ob irgendein Prophet zu irgendeiner Zeit, if ever they went out and possessed that power within themselves, wenn immer sie hinausgegangen sind, diese Kraft von sich selber haben konnten. No, never. Nein, nie und nimmer. God always gave vision on what to do. Gott gab ihnen immer Aufträge, Visionen, was sie tun sollten. Jesus, when he was here, als Jesus auf der Erde war, he looked out into the audiences of people, schaute seine Zuhörer an.
And those that had faith, und diejenigen, die Glauben hatten, he declared that their faith had healed them. Denen sagte er, dein Glaube hat dich geheilt. When they come to him on this prayer line, wenn sie zu ihm kamen, diese vielen Kranken, he would know what was wrong with them. So wusste er, was krank war an ihnen. And he said, now these things that I do, und er sagte, diese Dinge, die ich tue, shall you do also. Sollt ihr auch tun. Even more than this shall you do. Und ihr sollt noch Größeres tun, als ich getan habe. For I go to my Father. Denn ich gehe zu meinem Vater. He said, a little while and the world won't see me no more. Er sagte, noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Yet you shall see me. Aber ihr sollt mich sehen. Now notice, he designated two classes of people. Nun seht, er hat die Menschheit in zwei Klassen getrennt. One of them was called the world, or unbeliever. Eine Klasse heißt die Welt oder die Ungläubigen. They will never see him no more. Die werden ihn nie mehr sehen. And then he's got some yeas. He said, ye shall see me. Und dann sagte er aber ihr sollt mich sehen. That's believers. Das sind die Gläubigen. Or he said, I will be with you. Denn er sagte, ich will mit euch sein. Even in you. In euch sein sogar. Until the end of the world. Bis ans Ende der Welt. Doesn't that make him the same yesterday, today, and forever? Ist das nicht derselbe gestern, heute und für immer? He is here in the form of the Holy Spirit. Er ist hier in der Form des Heiligen Geistes. We are living in a wonderful day. Wir leben in herrlichen Tagen. We're living in the day just before the second coming of the Lord Jesus. Wir leben in den Tagen gerade vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. I'm not saying this to scare you. Ich sage Ihnen das nicht, um Ihnen Angst zu machen. Your heart be right with God, it's a joy to you to know that He will come. Wenn dein Herz in Ordnung ist mit Gott, dann freust du dich auf sein Kommen. When Jesus comes the second time, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, you'll never see another cripple. Dann werdet ihr nie mehr einen Krüppel sehen. All the old man, der ganze alte Mensch, old women, und der alte Mensch, alle alten Frauen und Männer, will be turned back to young men and women again. Werden junge Männer und Frauen werden. Death is what put old age on you, like it is. Der Tod ist es, der das Alter auf uns legt. I only wish I could speak your language. Ich möchte nur, ich könnte eure Sprache sprechen. How I would love to show you that in the Scripture. Wie möchte ich euch das zeigen in der Bibel? Under an interpreter, it's very hard. Es ist sehr schwierig, durch einen Übersetzer zu sprechen. It's double time. Es braucht die doppelte Zeit. I hope you understand. Aber ich hoffe, dass ihr mich trotzdem versteht. I put my trust in the Lord Jesus. Ich habe mein Vertrauen auf den Herrn Jesus gelegt. That He will send His Holy Spirit tonight. Dass er heute Abend seinen Heiligen Geist sendet. And will prove to you that I have told you the truth. Und euch beweisen wird, dass ich euch die Wahrheit gesagt habe. Now listen closely. Nun hört noch einmal zu. The boy put a sign here that they did give out some prayer cards. Just tell them there they are. So we will have a prayer line then. Wir werden also eine Gebetslinie haben. Sein Sohn hat Gebetskarten herausgegeben. Now, I want to ask you something. Nun möchte ich euch etwas bieten. I am a stranger in one way to you. In einem gewissen Sinne bin ich ein Fremdling für Sie. I come from thousands of miles away. Tausende von Meilen bin ich hierher gereist. I come by invitation. Ich kam durch eine Einladung. I was invited. Ich bin eingeladen worden. In my own nation. In meiner Heimat. In my office the other day. In meinem Büro, als ich saß vor einiger Zeit. There was 400 major cities calling. Da waren 500 Bürgermeister, die angerufen haben. 400 Bürgermeister. Africa and all over the world. Von Afrika und von der ganzen Welt. I am here because that I feel that I could help you to love the Lord Jesus. Aber ich bin nun zu euch gekommen, weil ich gefühlt habe, dass ich euch helfen könne, den Herrn Jesus Christus zu lieben. I do not believe that there's any person in here, normally, sanely, that would want to die and go to a place of punishment, hell. Ich glaube nicht, dass jemand ist von Ihnen, der normal ist, bei gesundem Verstand, der an einen Ort der Verdammnis gehen möchte. You all want to go to heaven, every one of you. Ihr alle möchtet einmal ins Himmelreich kommen. If I wasn't here for the good part, wenn ich euch dazu nicht helfen kann, I never come to take money. Ich komme ja nicht, um Geld zu holen. I do not take money. Ich nehme kein Geld. I never come for popularity.
Ich komme auch nicht, um geehrt zu werden. I come because the love in my heart for you of God. Ich komme nämlich deswegen, weil die Liebe Gottes mich zu euch getrieben hat. And I know that someday, und ich habe eines Tages gesehen, at the judgment seat of God, den Gerichtsstuhl Gottes, I'll have to give an account for what I say. Eines Tages muss ich auf diesem Gericht erscheinen und Rechenschaft ablegen. Reverence to me. Und dann ist es gut. I will be home tonight with my wife and two little girls. Ich möchte lieber mit meiner Frau und mit meinen Kindern zu Hause sein heute Abend. And there are thousands of places to be preaching. Und tausende von Orten gibt es, wo ich predigen sollte. We just closed a 10-day revival. Wir haben gerade eine 10-tägige Erweckungszeit hinter uns. With 42,000 people attending. Wo 42,000 Leute gekommen sind. Do you see I'm here to help you? So seht ihr, dass ich wirklich hier gekommen bin, um ihnen zu helfen. Now, nun, if I have represented him correctly, wenn ich Jesus Christus richtig euch vorgestellt habe, and traveling across the world, I find heathen gods that people worship. Wenn ich über die Erde reise, dann finde ich Heiden, die eben ihre eigenen Götter anbeten. Now you're perhaps sitting here. Nun sitze ich vielleicht hier. Catholic. Als Katholik. Lutheran. Als Lutheraner. Baptist. Als Baptist. Pentecostal. Als Pfingstler. And many other different denominations. Und vielleicht auch vielen anderen Denominationen. But in the general field. Aber im Allgemeinen. You're all worshiping the same God. Betet ihr alle denselben Gott an. Now there is religions in the world called Mohammed. Aber es gibt noch Mohammedaner. They don't believe in Jesus as Christ. Sie glauben nicht an Jesus Christus. There is Buddha. Und dann gibt es Buddhisten. Sikhs. Und Sikhen. Jains. Und Jains. Many hundreds of different religions. Viele hunderte anderer Religionen. Just recently in Africa. Kürzlich in Afrika. There were thousands there with pagan idols in their arms sprinkled with blood. Da habe ich tausende gesehen mit Nadeln in ihren Armen mit Blut besprüht. Are they sincere about it? Sind sie aufrichtig? Way more than we are calling ourselves Christians. Bei weitem aufrichtiger als wir, die wir uns Christen nennen. Over on the Ganges River. Und dort am Gangesstrom. Little mothers take their little black babies and pitch them into the alligators to eat the sacrifice to their gods. Da habe ich Mütter gesehen, die ihre Kinder den Krokodilen vorgeworfen haben als Opfer für die Götter. That's a little more than Christianity would do. Das ist ein wenig mehr als ein Christ tun würde. I mean a little more sincere. Ich meine ein wenig mehr aufrichtig. In India, they lay on spikes. Und in Indien, da legen sie sich hin, dass sie geschmerzt werden. Sie gehen durchs Feuer hindurch. China, they break their feet. In China, da brechen sie ihre Füße und spalten ihre Zunge. Many things, they disguise themselves with cuts and so forth. Sie verunstalten sich, sie zerschneiden sich. After it's all these many things that represent God. All diese vielen Dinge repräsentieren ihre Götter. Yet the Christian religion is the only true religion in the world. Und doch ist das Christentum die wahre Religion in der ganzen Welt. They only worship idols. Diese alle beten Götzen an. They have a Bible to it. Sie haben ja auch kein Buch. But there's no life in it. Aber dieses Buch hat kein Leben. And you take the Holy Spirit out of Christianity? Wenn du den Heiligen Geist aus dem Christenerlebnis herausnimmst, we haven't got no more than they have. Dann haben wir nicht mehr als sie haben. All their founders is dead and buried. All ihre Gründer sind tot und begraben. But Jesus raised the dead. Aber Jesus auferstand vom Tod. He said, I'll never leave thee. Er sagte, ich werde euch nie verlassen. Nor forsake thee. Ich werde euch nie im Stich lassen. I'll be with you. Ich werde mit euch sein. And he is tonight. Und ist heute Abend mit in the power of his resurrection. Der Kraft seiner Auferstehung. I know. Ich weiß. And I want you to believe. Und ich möchte, dass ihr glaubt. Now to as many as here. Und so viele, die hier sind, if the Lord Jesus will, wenn der Herr Jesus will, come, dann kommt, and anoint us, und salbt uns, and will do the same thing, dann werden wir dieselben Dinge tun, that he did when he was here on earth, die tat, als hier auf der Erde war. Will you accept him as your Savior and Lord? Willst du ihn annehmen als dein Heiland und Herrn? And will join some good church, dann werden wir einige guten Gemeinden aufbauen, and live for him the rest of your days. Und in dieser Gemeinde wirst du dann für den Rest deines Lebens leben. If you'll promise the great God of heaven that, wenn du dies dem großen Gott des Himmels versprechen willst, will you raise your hand? Wirst du dann deine Hand aufhalten? Thank you.
Danke. Danke. Are you hearing all right tonight? Können nun alle verstehen heute Abend? Can you hear over here? If you can, wave your hand. Diejenigen, die nicht verstehen, diejenigen, die überhaupt nicht verstehen. Now, is this got better? Ist es nun besser so? If it is, wave your hand. Wenn es besser ist so, dann winkt mit den Händen. It's just in the middle. Now, just a moment. Nur einen Augenblick. Now, on my right-hand side. Auf meiner rechten Seite. If you can hear both of us all right, wave your hand. Wenn Sie beide von uns richtig hören können, dann winken Sie mit den Händen. Now, thank you. Danke. Now, on the left-hand side. Nun auf der linken Seite. Can you hear he and I both? If you can, wave your hand. Können Sie mich und meinen Übersetzer richtig hören, dann winken Sie mit beiden Händen. Now in the center, thank you. Danke vielmals. Nun hier in der Halle vor uns. Now all in the center that can hear both of us, wave your hand. Wenn Sie hier im Zentrum uns alle richtig hören können, dann winken Sie mit den Händen. Thank you. Danke vielmals. That makes it better. So ist es nun besser. The brethren has been working here, I think, all day on that. Ich denke, dass die Brüder sind heute den ganzen Tag hier gewesen. Just running into a country like this. In ein Land kommen wie dieses. And perhaps not used to setting up the brethren of a meeting of this time. Und vielleicht sind die Brüder eben auch nicht geübt, solche Veranstaltungen. It's hard. Es ist sehr schwierig. And I'm sure that you all will help me. Und ich bin sicher, dass Sie mir alle helfen wollen. Now, what is the waiting of Verstehen Sie mich immer noch nicht? They don't hear it. They say you go back to the other hand. What say? They say you go back to the other hand. I don't hear it. They say you go back to the other hand. Let us turn over this way. Dann wollen wir wieder auf diese Seite versuchen. Is that, that better? Ist das nun besser? Raise your hand. Halten Sie Ihre Hände auf. That is better. Gut. All right. Now, they'll be working on it again tomorrow. Morgen werden wir diese Mikrofonanlage noch einmal überprüfen. It's things that we cannot help here. Es scheint, dass wir es nicht besser machen können heute Abend. And I certainly want to thank you all. Ich möchte euch sicher allen danken. With all my heart. Von ganzem Herzen. As a Christian brother to you. Als ein Christ, als ein Bruder. For cooperating with us. Für ihre Mitarbeit. And sticking by us in these times of trouble. Und dass sie in diesen Schwierigkeiten mit uns ausgehalten haben. And they're doing all they can to make it right. Und sie werden morgen alles tun, was sie können, um es besser zu machen. If the crowds grow to the end of the week. Wenn die Zuhörerschaft wächst bis am Ende der Woche. I will ask them to get the stadium. Dann will ich bitten, dass das Stadion, I think the acoustics are better there. Dass man ein anderes Stadion bekommt, wo die Akustik besser ist. God bless you. Gott segne euch. Shall we pray? Nun lasst uns beten. Dear Lord, lieber Herr, help us now. Hilf uns jetzt. We need thee so much. Wir brauchen dich so sehr. And we pray that you will help us in these matters. Und wir beten, dass du uns in diesen Schwierigkeiten hilfst. We want all your children to hear the word. Wir möchten, dass alle deine Kinder das Wort verstehen. And make it plain to them, Father. Mach es ihnen verständlich, Vater. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesu bitten wir es. Amen. Amen. Now, if everyone will be on the alert. Nun soll jedermann gut aufpassen. And just tarry for a few moments longer. Werden einigen Augenblicken noch warten. Now, if Jesus is here tonight, wenn Jesus hier ist heute Abend, and if he will show himself here at the platform, und wenn sich offenbaren wird hier auf dem Podium, will you then, what he does here at the platform,
Wollen, that's what he wants to do out there. Wollen Sie dann verstehen, dass das, was hier auf dem Podium tut, dasselbe ist, was auch bei Ihnen an Ihrem Platz tun will? Now, when he's doing something here at the platform, wenn nun etwas tut hier auf dem Podium, now, it is not the sign that it has to be done to everyone. Es ist nicht, dass das nun jedem Einzelnen getan werden muss. Do you understand, my Christian friend? Versteht ihr, meine christlichen Freunde? The only thing this is to do, das Einzige, womit wir es zu tun haben, is to let you know, ist, dass sie wissen, that Jesus is here. Dass Jesus hier ist. He knows every one of you. Kennt jeden Einzelnen von euch. He fed you all the food that you ever eat. Sorgt für euch und gibt euch die Nahrung, die ihr esst. And if he'll do something to show that he is here, und wenn etwas tut, euch zu beweisen, dass hier ist, then you accept him. Dann nehmt ihn an. If you will do that, wenn Sie das tun wollen, from your heart, von ganzem Herzen, this whole row of sick people, dann alle diese kranken Leute hier will go out of the building tonight well. Können Sie geheilt nach Hause gehen. I cannot do it myself. Ich kann es aber nicht selber tun. I can only represent him. Ich kann nur als Vertreter Gottes hier sein. It's your faith in him. Es ist Ihr Glaube an ihn. Jesus said, thy faith has made thee whole. Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Not he that made them whole. Nicht hat sie geheilt. Their faith made them whole. Ihr Glaube hat sie geheilt. When Nathanael came to him, als Nathanael zu ihm kam, and Jesus had never seen him. Jesus hatte ihn nie gesehen vorher. And he said, there is an Israelite in whom is no God. Sagte, da ist ein wahrer Israelit ohne Falsch. If I was going to say it in Switzerland tonight, wenn ich heute Abend in der Schweiz bin, I'd say there is an honest man. Und ich würde nun sagen, dort ist ein ehrlicher Schweizer, which is a believer, der ein Gläubiger ist. And Nathanael said, when did you know me, Rabbi? Und Nathanael sagte, wann hast du mich gesehen, Rabbi? It astonished him. Es verwunderte ihn. How did that little man standing there, wie hat dieser kleine Mann dort stehen können? Had never seen him before. Hat ihn ja nie gesehen vorher. Would know that he was an honest man and a believer. Wie hat gewusst, dass ehrlich war und ein Gläubiger war? He said, when did you know me? Sagte, wann hast du mich dann gekannt? Wann hast du mich gesehen? And Jesus said to him, und Jesus sagte zu ihm, before Philip called you, bevor Philippus dir rief, you were under a tree praying. Warst du unter einem der Baum im Gebet. And then Nathanael said, und dann sagte Nathanael, thou art the Son of God, the King of Israel. Du bist der Sohn Gottes, der König Israel. But what did the Jewish people say? Aber was sagten die Juden? He's a great devil. Ist ein großer Teufel. He is Beelzebub. Ist Beelzebub. He's reading the people's minds. Liest die Gedanken der Leute. Because they were afraid of their popularity in the church. Weil sie fürchteten ihre Popularität in der Gemeinde, in der Kirche. Dear friends, liebe Freunde, I trust tonight, ich glaube heute Abend, that you'll take the place that Philip was in, dass die Stellung einnimmt, die Philippus hatte, and Nathanael, und Nathanael. You'll recognize it's him. Dass anerkennt, es ist ihn. After Jesus first raised from the dead, nachdem Jesus den ersten vom Tode auferweckt hatte, he walked with two of his disciples. Nachdem Jesus vom Tode auferstanden war, ging mit zweien seiner Jünger most of the day, während des größten Teils des Tages, talked with them und redete mit ihnen. And they didn't know him. Und sie erkannten ihn nicht. Christian, he's walked with you too many times and you don't know it. Oft ist mit euch gegangen und ihr habt ihn nicht erkannt. But when they invited him in, aber als sie ihn einladeten, mit ihm zu gehen, the doors shut behind them, nachdem die Türen geschlossen waren, then Jesus done something. Da tat Jesus etwas. That he alone did it that way. Dass allein auf diese Art tat. And those disciples realized that that was Jesus. Und diese Jünger haben festgestellt, dass es Jesus war. And he vanished out of their sight. Und dann ist ihnen entflohen. How many has ever read that scripture? Raise up your hand. Diese, die diese Bibelstelle kennen, die sollen einmal ihre Hand aufhalten.
That is fine. Das ist fein. Now, if Jesus tonight, wenn Jesus heute Abend, won't you invite him in? Kommt, willst du ihn einladen? Into your heart? In dein Herz hinein? And see if he doesn't do something just a little different than the ordinary man does. Und willst du sehen, ob er nicht etwas tut, das sich unterscheidet von dem, was die Menschen tun? And then accept him. Und dann nimm ihn an. And you'll be made well. Dann wirst du gesund werden. From your sin. Von deiner Krankheit. That's unbelief. Das ist Unglaube. Sin. Unbelief is the only sin. Unglaube ist die einzige Sünde. You just do evil because you do not believe. Du hast die Sünde getan, weil du nicht glaubst. You do good because you do believe. Und du tust gut, weil du glaubst. Either faith or unbelief. Entweder Glaube oder Unglaube. The boys has just said they gave out prayer card B. Mein Sohn hat mir gerade gesagt, dass Karten ausgegeben worden sind mit dem Buchstaben B. Now, each one that has a prayer card, jeder Mann, der eine Gebetskarte hat, take it out in your hand. Nehmt sie in eure Hand. Look on it. Schaut sie an. You'll find a letter B. Ihr werdet den Buchstaben B finden. Now, last night we had A. Gestern hatten wir A. And tonight they have B. Heute haben wir B. Now, who has prayer card B1? Raise up your hand. Wer hat Gebetskarte B1? Der haltet seine Hand auf. B1. B1. All right. Prayer card B1. B1. Up here. Up in the audience. B1. Okay. All right, B1, come right here. Bitte, B1, kommen Sie hier nach drüben. Wenn Sie Karte B1 haben, dann kommen Sie hier. Prayer card B1. Gebetskarte B1. Kommen Sie hier. I'll just call them one at a time. Ich rufe einen um den anderen. Then there's no confusion. Dann wird es keine Verwirrung geben. All right, B1. Gut, B1. And now, while that one is coming, währenddem diese Person kommt, let me speak to you just a moment. Möchte ich noch einen Augenblick sprechen. All right. Now, our Lord Jesus being here, and now what if someone come on the platform where the Lord Jesus was? Der Herr Jesus Christus ist nun hier, und wenn jemand hier auf die Plattform kommt, and what if someone say, could you heal me, Jesus? Und wenn der Herr Jesus hier wäre und jemand würde sagen, Herr Jesus, kannst du mich heilen? What would Jesus say? Was würde Jesus sagen? I want to ask you a question. Ich will euch diese Frage stellen. Would he say, yes, I can heal you? Würde er sagen, ja, ich kann dich heilen? He'd say, no. Er würde sagen, nein. I did that 1900 years ago when I died for you. Ich habe das 1900 Jahre getan. 1900 Jahre zurück, als ich für dich starb am Kreuz. Oh, is that number one? Ist es? Now B number two. Nun B Nummer zwei, bitte. Would you stand up and come forward? Stehen Sie auf, bitte, und kommen Sie nach vorne. B zwei. All right. Gut. Number three, B three. B drei, bitte. Kommen Sie bitte, B drei. B four. B. Vier. B. Five. Raise up your hand and wave your hand so we can see. B. Fünf. Halten Sie die Hand aus und winken Sie, damit wir es sehen können. B. Fünf. B. Six. B. Sechs. Kommen Sie, B. Fünf. B. Sechs. Raise up the hand. Halten Sie die Hand aus. B. Sechs. B6, B7, B7, raise up the hand. Halten Sie die Hand auf. If you do not want to come in the prayer line, do not accept the prayer card. Nun, wenn Sie nicht in die Gebetslinie kommen wollen, dann nehmen Sie keine Gebetskarten an. There cannot be exchanged one to another. Sie können sie nicht austauschen gegen andere. You must come and receive your own card and hear instructions. You cannot take it out to someone else.
Du musst selber kommen und hören, was du tun musst und nicht jemand anderem geben. You must hold your own card. Du musst deine eigene Karte haben. Do not change it with anyone. Und tauscht sie nicht untereinander aus. It will be turned back at the line. Am Schluss muss man sie zurückgeben. You must hold your own card. Everyone can have a card. Haltet eure eigenen Karten bei euch. Now, number 8B, number 8. 8, Nummer 8. Number 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 19. Voice 19. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 25. I think that's about as many as we can stand the line at one time. Denke, das ist das, was wir aufmal nehmen können. Do you sitting here? Und ihr, die ihr hier seid, come in early tomorrow afternoon. Kommen Sie morgen früh genug. Have your loved ones. Kommen Sie mit Ihren Angehörigen. But come early to get your prayer card. Damit Sie Ihre Gebetskarte bekommen. So you can be prayed for. So kann man mit Ihnen beten dann. Now you would go to the doctor's office any time of the day. Wenn Sie zum Arzt gehen müssen, dann gehen Sie auch zu irgendeiner Stunde des Tages. Why not come see Jesus? Können Sie es auch um zu Jesus kommen? Our beloved doctors have probably done all they can do. Die Ärzte haben wahrscheinlich getan, die lieben Ärzte, alles, was sie tun konnten. Now you must trust Jesus. Nun müssen Sie Jesus vertrauen. Now how many in here that's sick and does not have a prayer card and wants Jesus to heal you, raise up your hand. Wie viele sind hier, die keine Gebetskarten haben und krank sind, die möchten, dass Jesus sie heile? Thank you. Danke. Just about 2,000. Mindestens 2,000. Now, nun, every one of you wants to be well tonight. Wenn Sie geheilt werden wollen heute Abend, jedermann, der geheilt werden will, then listen to me as his servant. Hören Sie mir zu, der ich der Diener des Gottes bin. I tell you the truth. Ich sage euch die Wahrheit. You don't look to me. Müsst nicht auf mich schauen. Look to who I'm talking about. Schaut auf den, über den ich rede. Jesus Christ, the Son of God. Jesus Christus, der Sohn Gottes. You look to him. Schaut ihn an. And while you're doing that, und währenddem ihr das tut, you start praying out there. Dann fangt an zu beten. And say, God, und sagt Gott, confirm my faith tonight. Bestätige meinen Glauben heute Abend. And if Brother Branham will turn around and tell me what I've done in my life or some other reason I can't be healed or what I should do, I'll accept it. Und wenn Bruder Branham sich umdreht zu mir und mir etwas aus meinem Leben erzählt oder mir sagt, warum ich nicht geheilt werden kann, dann will ich es annehmen. The reason I say that, Christian friend, der Grund, warum ich dies sage, ihr Christen, he told me that night while he was standing by me, er sagte mir, währenddem er neben mir stand, and it is the truth, und es ist die Wahrheit, it's declared all around the world, es hat sich bestätigt auf der ganzen Welt. I am a poor man. Ich bin ein armer Mann. And without education. Ohne Bildung. But when I was born, aber als ich geboren wurde, my forefathers were Catholic. Meine Voreltern waren Katholiken. Come from Ireland. Sie kommen von Irland. And when I was born, und als ich nun geboren wurde, there was a light, big light hanging over the little crib bed I was born in. War ein großes Licht über diesem Haus, in dem ich geboren wurde. My father and mother mostly fainted. Mein Vater und meine Mutter sind fast ohnmächtig geworden. And all my life, und während meines ganzen Lebens, it has been with me, ist dieses Licht mit mir gewesen. I did not go to church. Ich bin nicht zur Kirche gegangen. Until I was about 23 years old. Bis ich etwa 23 Jahre alt war. He would meet me though and tell me things that were going to happen. Er hat mir, ist mir begegnet und hat mir die zukünftigen Dinge gesagt. And then, und dann, one night, eines Nachts, while I was praying, währenddem ich betete, here come this light in. Kam nun dieses Licht.
And there was a great man walking in the light. Und in diesem Licht war ein großer Mann. Dark hair down to his shoulders. Und schwarze Haare bis zu seinen Schultern. Smooth face. Und ein liebliches Gesicht. A white robe on. Und einen weißen Rock. His arms folded like this. Seine Arme so gefaltet. And he told me. Und sagte mir. I was scared at the time. Ich fürchtete mich. And he said, do not fear. Und sagte, fürchte dich nicht. I've heard that voice since I was a little boy. Ich habe diese Stimme gehört, seitdem ich ein Knabe bin. But I had never seen it before. Aber ich hatte ihn nie gesehen. I'd seen it in farms like whirlwind when he was talking. Ich habe so etwas wie ein Wind gesehen oder Wolken, wenn es redete. He said, I am sent from the presence of God. Und sagte, ich komme von der Gegenwart Gottes. To tell you, of euch zu sagen, that you are to pray for sick people. Um dir zu sagen, dass du für die Kranken beten sollst. To all the world you'll be sent. Und du wirst in die ganze Welt gesandt werden. And great miracles will take place. Und große Wunder sollen geschehen. That get the people to believe you. Aber mach, dass die Leute glauben. And then be sincere when you pray. Und dann sei aufrichtig, wenn du betest. And no disease. Und keine Krankheit. Then stand before prayer. Kann diesem Gebet standhalten. I said, sir. Ich sagte, Herr. Now it was not a vision. Es war keine Vision. The man was standing there. Der Mann stand da neben just as real as I'm standing. Genauso wahrhaftig wie ich hier. I know what vision is. Ich weiß, was Visionen sind. This was not vision. Das war keine Vision. And he said, I said, sir, I dwell among my people. Ich sagte, Herr, ich wohne unter meinem Volk. I said, I am uneducated. Ich habe keine Bildung. I could not go. Ich kann nicht gehen. He said, you'll be praying for kings and monarchs. Sagte, du wirst mit Königen und Monarchen beten. And I have. Und ich habe es getan. I prayed for four different kings. Ich habe mit vier Königen beten. Great signs and wonders. Große Zeichen und Wunder sind geschehen. And I said, they will not believe me, sir. Und ich sagte, Herr, sie werden mir nicht glauben. He said, as Moses the prophet was given a sign to prove to Israel that he was sent by me. Und sagte, so wie dem Moses eine Bestätigung gegeben worden ist, einer göttlichen Sendung, so will there be signs given you. So soll auch dir ein Zeichen gegeben werden. That you'll know the people's diseases, what they have. Sagte, du wirst die Krankheit der Leute kennen. And said, if they won't believe that, und wenn sie das nicht glauben werden, you know the very secret of their heart. Dann kennst du auch die Geheimnisse ihres Herzens. I said, that's what always puzzled me. My minister brother said it was wrong. Das ist das, was mich immer verwirrt hat. Die verschiedene Brüder sagten, es sei verkehrt. And he spoke straight then. Und dann sprach sehr gerade heraus. He said, as it was in the first coming of Jesus, so wie es bei der ersten beim ersten Kommen Jesu war, so is it at the second. So wird es auch beim zweiten sein. The ministers did not know their day of visitation. Die Priester, die Geistlichen haben nicht diese Tage gekannt, in denen der Herr sie heimsuchen wollte. Then he referred to scriptures in the Bible to show that that's what Jesus did. Und dann zeigte mir die Verse in der Bibel, die darauf Bezug nahmen. He said, I'll be with you. Und sagte, ich werde mit dir sein. I said, I shall go. Und ich sagte, ich werde gehen. And I went. Und so ging ich. There have been tens of thousands and thousands of people saved and healed. Tausende und Tausende sind gerettet und geheilt worden. If I die tonight, wenn ich sterbe heute Abend, this is my last night on earth, und wenn dies die letzte Versammlung ist, my word has been true. Dann sind meine Worte wahrhaftig gewesen. The scientific world has took a picture of it. Die Wissenschaft hat das Bild davon genommen. We have it here. Wir haben es hier. And it's proved to Washington, D.C. Und es ist in Washington vor der Regierung bewiesen worden. The Hall of Religious Art. Und der ganzen religiös in einer besonderen Halle. The only supernatural being was ever photographed with a machine. Das einzige übernatürliche Wesen, das je fotografiert worden ist. Then the church knows it. Dann wird die Kirche es kennen. Over the world. Auf der ganzen Welt. Open your heart. Öffne dein Herz. And you shall see too. Dann wirst du es auch sehen. Our Father. Unser Vater. We ask thee now. Wir bitten dich jetzt. To be with thy humble servant. Mit deinem Knecht zu sein. And give grace.
Und gib Gnade in the eyes of the people, in den Augen dieser Zuhörer, that they might know, dass sie erkennen können, that you are Jesus Christ, the Son of God, dass du Jesus Christus bist, der Sohn Gottes, and I am your servant. Und ich bin dein Diener. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Es ist sehr schwierig, this part of the service, dieser Teil des Gottesdienstes, through an interpreter, durch einen Übersetzer. I cannot wait for him to interpret. Ich kann nicht auf ihn warten, bis er übersetzt hat. It is anointing. Weil ich unter der Salbung des Geistes bin. I don't even know where I be. Dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. See vision. Wenn ich eine Vision sehe. Please be real reverent. Bitte seid ehrfürchtig. And do not leave your seat. Und verlasst eure Plätze nicht. And look this away. Und schaut hierher. They won't let me stay too long. Ich werde nicht sehr lange hier bleiben können. Believe with all your heart. Glaub von ganzem Herzen. Now, here stands a man before me. Hier steht ein Mann vor mir. I have never seen him in my life. Den habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. We are strangers one to another. Wir sind Fremdlinge. If that is right, sir, raise up your hand. Wenn das wahr ist, halte deine Hand auf. Now, nun, if Jesus Christ, wenn Jesus Christus, who is present now, der nun gegenwärtig ist, and the man himself, und der Mann selber, knows that there's something going on, weiß, dass nun etwas geschehen soll. He knows that he's in the presence of something besides his brother. Er weiß, dass er in der Gegenwart ist von jemandem, noch jemand anders als sein Bruder. If that is so, raise up your hand. Wenn das so ist, dann halte deine Hand auf. I wish the audience could be standing in this presence. Ich möchte, dass die Zuhörerschaft in diese Gegenwart that, Gottes hineinkommt. That light that they speak of, dieses Licht, von dem ich spreche, is now settling between me and the man. Ist nun zwischen dem Mann und mir. It's the same pillar of fire. Es ist dieselbe Feuersäule, that led the children of Israel, die das Volk Israel führte. Now, if God will reveal this man, wenn Gott nun offenbaren will, now, if the man was standing here before Jesus and he was wearing this suit that he gave me, wenn Jesus zum Beispiel hier stehen würde und hätte diesen Anzug, den ich trage, and you would say, Jesus, I want you to heal me. Und wenn Sie sagen würden, Jesus, ich möchte, dass du mich heilst, Jesus would say to you, dann würde Jesus sagen, I did that when I died. Ich habe das schon getan, als ich am Kreuz stand. He'd say, do you believe this? Und er würde sagen, glaubst du das? All of salvation, both healing and salvation, was done at Calvary. Heilung und Rettung ist auf Golgatha getan worden. The reason I'm talking to you, der Grund, warum ich mit Ihnen spreche, is the same reason that Jesus talked to the woman at the well. Ist derselbe Grund, aus dem Jesus zur Samariterin sprach, until he found her trouble. Bis ihre Not herausgefunden hat. Then he told her trouble. Dann sagt ihre Not. And it depends on what she thought about it. Und es kam nun darauf an, was sie dachte über diesen Ausspruch Jesu, ob sie es annahm oder nicht. Will this audience, nun diese Zuhörerschaft, if God will reveal what that man is here for, will you believe right then with all your heart that I've told you the truth about Jesus Christ? Wenn Gott mir nun offenbart, was dieser Mann für eine Krankheit hat, wollen Sie dann glauben, dass Jesus Christus hier ist? If you do, raise your hand. Wenn Sie das tun, dann halten Sie Ihre Hand. Will you along here? Und ihr auch? Wollt ihr es dann auch glauben? This is one of your brothers? Das ist einer eurer Brüder. I know him not. Ich kenne ihn nicht. But now, the man is beginning to move from me. Aber nun geht der Mann von mir weg. The man is moving from me. Der Mann geht von mir weg. And he's got a trouble. Er hat eine Not. And that is in his side. An seiner Seite. It's a cancer. Es ist ein Krebs. It's a death killer. Es ist ein tödlicher and Krebs. And he's been to examination. Er ist untersucht worden. And the examination shows that the und cancer die Untersuchung zeigte, has gone from his side also into the liver. Dass der Krebs auch in die Leber gegangen ist. And he is in a dying condition. Und ist ein sterbender Mann. That is true. Ist das wahr? The cancer. Now, do you believe that God, that is true, that is raised? Ich sage, wenn das wahr ist, halte deine Hand auf. Do you believe now? Glauben Sie nun?
Now there's nothing to be hid from him. Nichts kann verborgen sein vor Gott. Whatever that voice was speaking just a few moments was ago. Was eben gerade diese Stimme gesagt hat vor einigen Augenblicken. It wasn't your brother. Es war nicht euer Bruder hier. It was Jesus Christ. Es war Jesus Christus. Using my voice. Der meine Stimme gebraucht hat. Now. Nun. It depends on the man's approach to that. What he thinks about it will determine what he receives from it. Kommt es darauf an, was dieser Mann nun für eine Einstellung hat zu Jesus, was erleben wird. If there is a power here. Wenn eine Kraft hier ist, that knows you, die dich kennt, knows your condition, und deinen Zustand kennt, and you know that's true, und du weißt, was das wahr ist, if you believe that to be Jesus Christ, glaubst du, dass das Jesus Christus ist? Then if he is so present, wenn er nun wirklich da ist, signs, so follow them and believe. Und sagte, diese Zeichen sollen den gläubig gewordenen Volken, if they lay their hands on the sick, wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, they shall get well, sollen sie genesen. You believe that? Glauben Sie das? Dann kommen Sie. O great God of heaven, O großer Gott Himmel, lass deine Gnade auf diesen Mann fallen und gib ihm die Heilung seines Leibes. Wenn ich diesen Krebs verurteile, dass er glücklich und fröhlich von hier gehen kann und Gott preisen kann und er gesund sei durch den Namen Jesu. Amen. Now there is a different feeling. Aber jetzt fühlen Sie sich anders, nicht wahr? The cancer is der dead. Krebs ist tot. No. Gehen Sie. Have faith in God. Habt Glauben an Gott. What is cancer? Was ist Krebs? What is tumor? Was ist ein Tumor? It's a lie. Es ist etwas Lebendiges. It's not your life. Aber es ist nicht dein Leben. It's the life of the devil. Es ist das Leben eines Teufels. Taking your life. Der dein Leben herausnimmt. Now the lady who stands before diese Frau, die vor mir steht, is a stranger. Ist eine fremde Frau. We cannot speak each other's language. Wir kennen die Sprache nicht voneinander. I've never seen you. Ich habe sie noch nie gesehen. And I only say these words. Und ich sage nur diese Worte. For the Holy Spirit. Denn der Heilige Geist. To come between us. Kommt zwischen uns. And know what is going on. Und er weiß, was geschieht. If that is true, raise your hand. Wenn das wahr ist, halte deine Hand auf. Do you believe me to be God's prophet? Glauben Sie, dass ich der Prophet Gottes bin? Do you believe that feeling that you have now is of God? Glauben Sie, dass dieses Gefühl, das Sie nun haben, von Gott ist? That you're standing in His presence? Dass Sie in seiner Gegenwart stehen? Then look on me. Dann schauen Sie mich an. I see a great building. Ich sehe ein großes Gebäude. And it's a hospital. Ein Spital ist es. A woman, gray hair, has been eine operated. Frau mit grauen Haaren ist operiert on worden. The breast. An der Brust. And a cancer. Ein Krebs. Off the breast. Ein Brustkrebs. Two doctors. Zwei Ärzte. Im Zimmer. That thing's over their face. Haben etwas über ihr Gesicht. Then you were sent from the hospital. Wurden Sie vom Spital geschickt. Go back to another doctor. Nun gehen Sie zu einem anderen Arzt. Und kommt ein anderer. Und deine geliebten Diener, die Ärzte, has did all they could do. Haben alles getan, was sie tun konnten für sie. But they have failed. Aber sie konnten nichts mehr tun. The devil has hid from them. Der Teufel hat sie gepackt. Oh, help just now, dear God. Oh, hilf nun, lieber Gott. For it is written in thy word. Denn es ist in deinem Buch geschrieben. In my name they shall cast out them. In meinem Namen sollen sie Teufel austreiben. And old Satan. Und dieser Teufel, who is Paul Cancer, der Krebs genannt wird. You might have hid from the doctor. Du magst vor den Ärzten verborgen sein. His und vor seinem Meister. But you can't hide from God. Aber du kannst dich vor Gott nicht come verstecken. Out of the woman. Komm heraus aus der Frau. In im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. So rejoice. Gehen Sie in Freude. Report to us the end of the week your conditions, how they come on. Sagen Sie uns am Ende dieser Woche, wie es Ihnen geht. You are going to remember. Denken Sie daran. If he knows what was in your life, wenn er wusste, was in deinem Leben he knows war, what will be.
dann weiß er auch, was geschehen wird. You're going to feel real different. Sie werden sich wirklich, real good. Werden wirklich sich wieder einmal wohlfühlen. Three days. Drei Tage lang. 72 hours. 72 Stunden. You get real sick then. Dann werden Sie sich sehr krank fühlen. Real sick. Sehr krank. But don't be weary. Aber fürchten Sie sich nicht. Keep testifying of your healing. Bezeugen Sie weiter Ihre Heilung. God will be with you. Gott wird mit Ihnen sein. Amen. The Lord be praised. Der Herr sei gepriesen. And the people said, praise the Lord. Und die Leute sagen, preis dem Herrn. Preis dem Herrn. God is, loves to be worshipped. Gott möchte gern angebetet sein. Halleluja. The lady? Die Frau? Is a stranger. Ist eine fremde Frau. That is right. Das war? I know nothing of you. Ich weiß nichts von Ihnen. More I would talk to her, mehr möchte ich mit ihr reden. The more the Lord Jesus would reveal. Je mehr ich mit ihr rede, umso mehr offenbart mir der Herr. But for the sake of those who are standing in the line, aber weil so viele noch dort stehen, if God will tell me what you're here for, wenn Gott mir ihre Krankheit sagt, will you believe him as your healer? Wollen Sie ihm Vertrauen schenken als ihrem Heilen? Then be reverent. Dann wollen wir ehrfürchtig sein. While I go to meet him for you, während ich ihm nun begegne für Sie. You have examination by doctor. Sie sind durch den Arzt untersucht worden. They are wanting to operate on you. Sie wollten Sie operieren. And if you have a trouble in the stomach. Sie haben etwas im Magen. And in the liver. Und in der Leber. You have gallbladder trouble. Und Sie haben Gallenschwierigkeiten. And the doctor wants to operate and you are don't want to go under the operation. And that is why you are here. Der Arzt wollte Sie operieren, aber Sie wollen nicht operiert werden. Darum sind Sie hier. And you have prayed. Und Sie haben gebetet, that you would get an opportunity, dass Sie eine Gelegenheit bekommen, to come to this, um in diese Versammlung zu kommen. You are in a room, Sie sind in einem Zimmer gewesen, you for this, als Sie dafür beteten. And when you was called, und als Sie gerufen wurden, happy, real happy. Auch da sind Sie sehr glücklich gewesen. That is true. Das ist wahr. Your faith has saved you. Dein Glaube hat dich geheilt. Im Namen des Herrn Jesus Christus vertreibe ich diesen Feind, der dich allein krank macht. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Do you believe? Glauben Sie? Please do not get up. Bitte stehen Sie nicht auf. Sie stören uns während dieses Gottesdienstes. Very irreverent. Bitte bleiben Sie sitzen auf Ihren Plätzen und gehen Sie nicht umher. Do you believe the Lord Jesus will make you well? Glauben Sie, dass der Herr Jesus Sie gesund machen wird? You suffer with something in your side. Sie haben ein Leiden in Ihrer Seite. If a growth is in your left side. Ein Gewächs auf der linken Seite. You're afraid of cancer. Sie fürchten, dass es Krebs ist. You come for me to pray for you. Sie kommen nun zu mir, dass ich mit Ihnen bete. Dass Sie gesund werden. That is true. Das ist wahr. Halten Sie Ihre Hand auf. Oh Lord God. Oh Herr Gott. Earth. Schöpfer Himmels und der Erde, sende deinen Segen auf diese Frau, die ich segne im Namen Jesu. Amen. Geh und der Friede Gottes sei auf dir. Do you believe? Glauben Sie? With all your heart? Von ganzem Herzen? If Jesus Christ is living tonight, wenn Jesus Christus lebt heute I Abend, could not heal you. Ich kann Sie nicht heilen. I'm just a man. Ich bin einfach ein Mensch. And you may not even be here for healing. Und vielleicht sind Sie nicht hier, um geheilt zu werden. Vielleicht sind Sie wegen etwas anderes I gekommen. Have no way of knowing. Wie könnte ich das wissen? But Jesus, who is true, aber Jesus, der wahr ist, will know. Weiß es. And it'll be perfectly right. Und es wird richtig sein, was er sagt. Then if that be so, wenn das so ist, dann nehmen Sie ihn an.
heart trouble. Sie haben Herzbeschwerden. And you are to have an operation. Sie sollten operiert werden. And that's to be for gallstones. Wegen Gallensteinen. Hinder that. You want to be over it? Wollen Sie frei werden? Accept Jesus. Nehmen Sie Jesus an. Ich lege Hände auf Sie im Namen Jesu, damit Sie geheilt werde. Amen. Gott segne dich. You believing? Glauben Sie? Say amen. Dann sagen Sie Amen. What about you along here? Und ihr, are you believing? Glaubt ihr auch hier? Auf all your heart? Von ganzem Herzen? You know why? Wisst ihr was? I'm sure. Ich bin sicher. This is mysterious to you. Das ist etwas Geheimnisvolles für Sie. You don't get it. Sie verstehen es nicht. I am not calling you down. Aber ich verurteile Sie nicht deswegen. But you've never been taught the supernatural. Sie sind sich nicht gewohnt an das Übernatürliche. You don't understand it. Sie verstehen es nicht. That same light anointing on me. Dieses Licht und dieses Salben, die auf mir ist. Wait at all these two or three times since I've been standing here. Zwei oder dreimal über diese Zuhörerschaft gegangen, als ich hier war. And you won't move to it. Aber ihr wollt euch nicht danach ausstrecken. You should right now, every one of you, jeder Mann von euch, be on your feet, sollte healed, sollte aufstehen können und geheilt sein. It's here. You just have to accept it. Da ist diese Kraft, die müsst ihr nur annehmen. Now look at this woman standing here. Schaut diese Frau an, die vor mir ist. Do you want to be well, lady? Möchten Sie gesund sein? If God will let me know what's wrong with you, will you accept your healing? Gott mir sagt, was Ihre Krankheit ist, wollen Sie ihn annehmen? You got stomach trouble. Sie haben Magenbeschwerden. Right. Then go eat. Dann gehen Sie und essen Sie. If thou believest on the Lord Jesus. Wenn Sie an den Herrn Jesus glauben. Amen. Amen. God bless you. All right. The lady sitting right there looking at me. Diese Frau, die dort mich anschaut. Elderly lady. Diese ältere Dame dort. Looks like everyone could see that now. Jedermann kann das sehen. There's a light hanging over this gray-headed lady sitting. Da ist das Licht über diese grauhaarige Frau. Arthritis. Sie hat Arthritis. Raise up, lady. Stehen Sie auf, wenn Sie glauben. The elderly lady sitting here in front. Diese ältere Dame hier, stehen Sie you auf. You can't believe. Wenn du glaubst. The lady got your blessing just behind you. Sie God haben diesen Segen gehabt, Schwester. Made whole. Seien Sie gesund. See, you miss it. Sie haben es verpasst. You forget, friend. Meine Freunde, vergesst. I want you to get this. Ich möchte, dass ihr den Segen bekommt. You grieve the Spirit of God. Ihr betrübt den Geist Gottes. Look this way and be alert. Schauen Sie doch auf und seien Sie bereit. Forget your tradition. Vergessen Sie Ihre Tradition. The Lord Jesus is here. Der Herr Jesus Christus ist hier. Can't you recognize that? Können Sie das nicht anerkennen? You will be spiritually dead. Dann werden Sie in der geistig tot. I'm not speaking harsh to you. Ich möchte Sie nicht verurteilen. But I'm trying to get that spirit of unbelief away from you. Aber ich möchte, dass dieser Geist des Unglaubens von euch weggenommen wird. You want to go with that asthmatic condition? Wollen Sie von diesem Asthma befreit werden? Raise up your hand. Halten Sie die Hand auf und nehmen Sie Jesus auf. Gehen Sie und freuen Sie sich. Gehen Sie und freuen Sie sich. Amen. Amen. Oh, what's the matter with this church? Was ist denn die Sache mit dieser Gemeinde? Why, people? Ihr Leute? If this is in Africa? Wenn das in Afrika wäre. If this would be in America? Wenn das in Amerika wäre. If this would be in Sweden? Wenn das in Schweden wäre. These people be raised out of wheelchairs and everything, walking away from you. Dann würden alle diese Leute hier aufstehen und gehen. You haven't been taught right by your pastor. Aber ihr seid nicht richtig gelehrt worden durch eure Pfarrer. You don't realize that this is the presence of Jehovah God. Ihr merkt gar nicht, dass Gott hier gegenwärtig ist. Do you want to get all that stomach trouble? Wollen Sie von diesen Magenbeschwerden frei werden? Raise up your hand. Halten Sie die Hand auf. You believe Jesus? Glauben Sie Jesus? Accept your healing? Nehmen Sie Ihre Heilung an. Go home and eat. Gehen Sie nach Hause und essen Sie. Amen. Amen. God bless you. Gott segne Sie. Do you believe? Glauben Sie. Hello. You want to get over the heart trouble? Wollen Sie von Ihren Herzbeschwerden frei werden? The Lord rejoice. Dann gehen Sie und freuen Sie sich. Der Herr segne Sie. Amen. Let's say thanks to God. Wir wollen dem Herrn danken. Preis sei Gott. What? Lady? Frau? You have a spirit of blackness around you. Sie haben so einen Geist der Finsternis um sich herum. It's a spirit of death. Der Geist des Todes. You have cancer. Sie haben Krebs.
You want to be well? Wollen Sie geheilt sein? Raise your hand. Halten Sie Ihre Hand auf und nehmen Sie Jesus an. Er ist hier. Im Namen Jesu Christi. Da vertreibe ich diesen Dämon, der Krebs genannt wird. Lass die Frau los und komme heraus. Geh und freue dich. Wir danken dem Herrn dafür. Amen. Halleluja. Glauben Sie? Lady sitting there with that little boy? Die Frau dort mit diesem kleinen Knaben? Do you believe me to be God's prophet? Glauben Sie, dass ich der Prophet Gottes bin? The little boy suffers with epilepsy. Dieser Knabe hat Epilepsie. That is right. Ist das richtig? Raise up your hand. Dann halten eine Hand auf. Now you see, God is true. Dann seht ihr, Gott sagt die Wahrheit. And in the name of Jesus Christ, may it be. Namen Jesu Christi sei ihr geheilt von deinem Epilepsie. Geh und glaube jetzt. Let us say amen. Lass uns Amen sagen. Do you wish to be over the stomach trouble? Wollen Sie von Ihren Magenbeschwerden frei werden? And ladies trouble too? Haben Sie diese Beschwerden auch? Go home and eat. Gehen Sie und essen Sie. Jesus makes you well. Jesus hat Sie gesund gemacht. Amen. Gott segne dich. Gott segne dich. Halleluja. Halleluja. Glaubst du? That you're in the presence of Almighty God? Dass du in der Gegenwart des Allmächtigen Gottes bist? Und dass ich dein Diener bin? You have a nervous trouble. Sie haben Nervenbeschwerden. Make the heart beat. Sie haben Herzklopfen. When you lay down, wenn Sie sich ablegen, dann haben Sie Herzklopfen. It's not heart trouble, it's nervous heart. Es ist nicht Herzbeschwerden, es ist ein nervöses Herz. Go on your road rejoicing and accept Jesus to be well. Gehen Sie und freuen Sie sich und seien Sie gesund. In Jesus. Im Namen Jesu. Freue dich. Gott segne dich. Have faith. Hab Glauben. Just a minute. Einen Augenblick. There is a deaf spirit near. Es ist irgendwo ein tauber Geist. Here it is on the man right here. Hier, dies bei diesem Mann ist es. Everybody bow your head. Jeder Mann soll sein Haupt neigen. And do not raise your head. Halten Sie Ihre Häupte nicht auf. Till you hear me speak. Bis Sie hören, was ich rede. For he can. It's a deaf spirit. Es ist ein tauber Geist. And we have to get it to leave him. Und wir müssen ihn nun aus ihm heraustreiben. So, if you don't want to go deaf, so wenn Sie nicht taub werden wollen, don't you raise your head, dann halten Sie Ihren Kopf nicht auf. Or look this way, und schauen Sie nicht umher. Do you hear my voice? Bitte meine Stimme wieder hören. Praise God. Lord God. Jehovah. Jehovah. I am here a stranger. Ich bin hier als ein Fremdling. But thou art God. Aber du bist Gott. Thou can do all things. Du kannst alles tun. And I come to thee reverently. Und ich komme nun in Ehrfurcht zu dir. And I pray that you will make this deaf spirit leave this man. Und ich bitte dich, mach, dass dieser taube Geist diesen Mann verlässt. The devil has did this. Der Teufel hat es getan. So he has stepped before a vehicle and be killed before his time. Dass er getötet werden kann, bevor seine Zeit kommt. But thou art here to restore. Aber du bist hier, um ihn wieder frei zu machen. Oh, great God. Oh, großer Gott. Hear my prayer. Höre mein Gebet. And make this evil leaving. Und mach, dass dieses Übel ihn verlässt. Wenn ich nun als demütiger Knecht zu dir komme und bitte im Namen Jesu. Nun, du tauber Geist, ich beschwöre dich im Namen Jesu. Komm heraus aus ihm. Haltet die Häupter geneigt. Haltet die Häupter geneigt, bitte. Raise your head. Halten Sie die Hand auf. Listen to this. Hören Sie jetzt. Hören Sie? Hören Sie? Raise your head. The man is healed. Sehen Sie, dieser Mann kann jetzt hören. Hören Sie jetzt? Listen, hallo. Hören? Give God praise. Geben Sie Gott die Ehre. You are healed. Sie sind geheilt. Go on your own rejoice. Sehen Sie und freuen Sie sich. Praise the law. Praise dem Herrn. All power be given unto him. Alle Kraft und Macht und alle Preis gehört ihm. Just a moment. Ein Augenblick. Here is it.
This woman deaf too? Diese Frau ist auch taub. Bow your hand. Haltet eure Häupter geneigt. Dear God, lieber Gott, upon this woman I pronounce blessing. Ich rufe deinen Segen auf diese Frau. Let thine mercy come to her. Lass deine Gnade zu ihr kommen. And I pray to her. Ich bitte dich, mach sie gesund. This I ask. Ich bitte dies im Namen Jesu. Gebe dir. Amen. The lady in her eyes, die Frau hat in ihren Augen going bad. Etwas noch, es geht, die Augen sind noch schlecht. Und jetzt, sehen Sie mich recht? Sehen Sie mich? Sehen Sie meine Hand? Sehen Sie meine Finger? Können Sie die Finger zählen? Sehen Sie meine Hand? Sehen Sie meine Hand da drüben auch? Legen Sie Ihre Hand auf meine Nase. Nun sind sie geheilt. Der Herr hat sie wiederhergestellt. Sie hatten auch eine Verhärtung der Ellbogen. Eine Verhärtung ihrer Handgelenk. Es war gerade so wie eine Schnur um mein Handgelenk herum. Es machte meine Hand so tot. Gerade wie so wie ein tauber Geist. Der Arzt kann nicht verstehen, warum der Nerv tot wurde. Das Einzige, was er tun kann, ist, was er sehen und fühlen kann. Er weiß, dass ein Nerv tot ist, aber er weiß nicht, warum er stirbt. Die Bibel sagt, es ist ein Geist, ein tauber Geist, ein blinder Geist und unterbindet alle Zirkulation. Und wenn die Schnur losgelassen wird, dann wird es besser. Denn der Geist ist nun von dir gegangen. Nun können Sie besser sehen. Ist das nicht wahr? Halten Sie Ihre Hand auf. Wenn Sie mich gut hören, halten Sie meine Hand, Ihre Hand auf. Gehen Sie und freuen Sie sich und seien Sie gesund. Glauben Sie? Wollen Sie geheilt sein? You have heart trouble. Sie haben Herzbeschwerden. You want Jesus to make you well? Wollen Sie, dass Jesus Sie gesund macht? Amen. Well. Dann geh. Hab Glauben. Do you believe? Glaubt ihr? How about out in the audience? Wie ist es dann da in der Zuhörerschaft? Do you believe out there? Glaubt ihr dort drüben? Look just away. Schaut hier. Look just away. Schaut hierher. Believe. Glaubt. It looks to me. Dort drüben. But you can see that. Können Sie das sehen? Did you see that light circling right here? Können Sie nicht dieses Licht sehen dort drüben? It's hanging over this little boy here. Es hängt über diesen kleinen Knaben. About 16 years old. Etwa 16 Jahre alt. It's sitting right on the end. He's having a headache. Er hat Kopfweh. Right there. Gerade dort drüben. That is right, young man. Das ist wahr, junger Mann. Yes. Ja. You believe. Du glaubst. If you do, stand to your feet. Wenn du glaubst, dann steh auf. Raise up. Steh auf. Your faith has healed you. Dein Glaube hat dich geheilt. God bless you. Gott segne dich. Amen. Amen. Look this way. Oh, schaut doch. Believe. Glaubt. I see a lady. Ich sehe eine Frau. A light hanging right over. Das Licht hängt über ihr. The same Jehovah God that led the children of Israel. Derselbe Jehovah Gott, der die Kinder Israels führte. She is suffering with a growth in her stomach. Sie hat ein Geschwür in ihrem Magen. She has been to hospital. Sie ist im Spital gewesen. And they have turned her down. Und sie haben sie weggeschickt. They can't operate on her. Sie können sie nicht mehr operieren. Because she has high blood pressure. Weil sie zu hohen Blutdruck hat. Do you believe, lady? Glauben Sie das, Frau? And will you accept it with all your wollen heart? Sie es von ganzem Herzen annehmen? Then give God praise dann and glory. Sie Gott die that's Ehre it, lady. Dann stehen Sie auf. Stehen Sie auf. Make us you whole. Jesus Christus hat sie gesund. All of these people here. Die Leute, die hier do you believe? Glaubt ihr?
Here's the time that every one of you can be healed. Does he decide for you? Don't you have that time? Glaubst du, dass ich der Prophet Gottes bin? Do you believe I've told the truth? Glaubst du, dass ich die Wahrheit gesagt habe? Do you believe that God is here? Glaubst du, dass Gott hier ist? Then do what I tell you. Dann tut, was ich jetzt sage, dann tut es schnell. While the Spirit of God während denn der Geist Gottes über die Zuhörerschaft kommt. Lay your hands on one another. Haltet eure Hände auf, legt einander die Hände auf. Der eine auf den anderen. Haltet einander die Hände auf. Der eine auf den anderen. Haltet einander die Hände auf. Der eine haltet einander die Hände auf. Be ready. Seid bereit. Einander die Hände auflegen. This is the time. Dies ist die Zeit. You're going to see great things. Da werdet ihr große Dinge sehen. Almighty God. Oh, mächtiger Gott. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. The devil is exposed. Der Teufel ist bloßgestellt. And Jesus Christ lives and reigns. Jesus lebt und regiert. You have the victory here this du hast nun den Sieg heute Abend. As your servant, und als dein Diener, I condemn and rebuke every verfluche ich und weise ich allen Teufel zurück. Thou devil of doubt, du Zweifelsgeist, come out of these, komm heraus aus diesem Leuchten. I cure thee in the name. Ich beschwöre dich im Namen Jesu. Komm heraus aus ihnen. Every one of you raise to your feet. Und jeder Mann steht nun auf. Steht auf. Everywhere. Jetzt steht Jesus auf. Christ, Jesus Christus well. Hat dich gesund gemacht.